Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs. Diesmal mit dem Ferdi. Und der hat auch hier gleich mal ein paar Koffer mehr dabei. Gehört alles zu uns. So. Also, hi Leute. Die Leute denken sich schon, wir drehen komplett durch, weil jeder hier seine Sequenzen dreht. Bis später am Flughafen. So, wer den letzten Reisebrief von Serbien gesehen hat, der weiß natürlich auch, dass der Kevin jetzt für mich eine Bratwurst kauft. Klar. So, wir hatten ein bisschen Stress mit Übergepäck, aber jetzt... Hör auf zu filmen, Alter. Hier, Kamera aus. Kamera aus. Okay, ey. Wenn der Chef das sagt. So, wir haben die Kontrolle erfolgreich hinter uns gebracht. Diesmal nicht rausgezogen worden und kontrolliert, aber dafür halt die komplette Gruppe. So eine Schlange habt ihr noch nie gehabt. Jeder muss wird kontrolliert, alle rausgezogen. Wahrscheinlich auch alle die Kanone dabei. Wir rollen gerade aufs Rollfeld und viele haben halt Flugangst und sowas und denken, ah, haben voll Schiss. Kelvin hat nur Schiss, dass er seinen Film nicht durchbekommt. Stimmt, ich habe hier schon angefangen zu gucken, jetzt muss ich wieder zumachen. Der geht 2 Stunden 30, Exodus, Flugzeit 2 Stunden und später nochmal eine Stunde. Das wird arg knapp, ey. Das ist immer scheiße, wenn du das Ende verpasst, weißt du, dann... So, wir sind im nächsten Flieger und einer lässt sich hier extrem gut gehen. Ankunft! Yeah. Hey. Hallo! Herzlich willkommen. Dankeschön. Ein bekannter Gesicht von Facebook. Ah ja, okay, cool. Hallo, ich bin der Christoph. Herzlich willkommen, ich bin die Serafine. Ich werde morgen früh circa 6.30 Uhr mit dem Christoph ein bisschen joggen gehen und mir die Gegend anschauen. Wer sich anschließen möchte, ja, darf sich später bei mir melden. Es liegt ja der Park, ein 12. Ich bin jetzt gerade in meinem Hotelzimmer angekommen und Leute, das ist mal hier so 5- bis 10-fache Serbien. Schaut euch das mal an. Sogar hier mit hier so einem Ärger, wo man ein bisschen dann im Park gucken kann und sowas, sich mal gemütlich hinsetzen kann. Bisschen chillen und arbeiten vielleicht. Das nenne ich mal arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Geil. Ey Leute, sorry, ich schaue noch mega verschlafen aus, aber ich muss euch das einfach zeigen. Es ist kurz nach 6 und hier wird man halt echt vom Hahn geweckt. Passt auf, gleich schreit er. Hört man das? Wie geil ist das denn, Alter? Ey Leute, hier ist der Ferdi. Ich unterbreche mal kurz die Sequenz hier, weil... Der Christoph, seht ihr da hinten, der steht da gerade an diesem Steg, an diesem Baum und ich will jetzt filmen, wie der ins Wasser fliegt. Er hat mir hier schon sein Handy und alles anvertraut. Und Kelvin schickt ihn einfach eiskalt über diesen Baum rüber zum Fotografieren. Warte mal. Achtung. Da ist er. Christoph! Go Christoph, go Christoph. Hast du kümmert, keine Bilder, später mal. Ey, müsst ihr euch mal anschauen, wie dünn dieser Baum ist. Und hier ist ja echt alles rutschig und nass und feucht. Und schaut euch das mal an hier. Geht's? Ey, das wird nix. Oh, jetzt wackelt er auch noch. Ja, natürlich wackelt er, der wackelt schon die ganze Zeit. Alter, das war eine scheiße Idee. Langsam, Christoph, langsam. Was tut man nicht alles für ein gutes Bild? Aber diesmal hat es nicht geklappt. What?
Aha. Was krieg ich, krieg ich dafür? Like a Boss. Like a Boss. Alter. Und? Ey, hör auf, ey, das wackelt wie ein Kuhschwanz. Und das ist ja bloß so breit. Das werde ich auch auf dem Videotraining sagen. In der People-Fotografie ist es fast ein Muss, eine Festbrennweite zu haben, mit der man offenblendig fotografieren kann. Ja, das ist ohne das, das ist scheiße. Also, ich hasse es eigentlich zu sagen, ihr müsst da irgendwie ein Objektiv euch für besorgen, aber fällt mir so. So, Brennweite wird voll ausgefahren, 70 mm. Ja. Und jetzt mache ich einfach mal ein Porträt. 3, 2, 1. Genau, einfach mal posten. 3, 2, 1. Warte. Super. 3. Chef liegt wieder im Dreck. Ich bin mal gespannt, wann er auch mal ins Wasser geht, um einen noch besseren Schuss hinzubekommen. Noch mehr vorne. Ja, so hat man als Modell auch schnell ausgedient, wenn plötzlich Enten auftauchen, ne? Da wird man schnell uninteressant als Model. Ja, heute konnte ich leider nicht so viele Sequenzen filmen, denn ich war selbst als Modell tätig. Ja, ihr hört richtig, als Modell einmal hier Fitness-Outfit und einmal hier mit Abenteurer und so weiter. War richtig geil, hat Spaß gemacht. Obwohl es total geregnet hat und jeder weiß natürlich, dass ich Regen verabscheue. Aber es ging, es hat Spaß gemacht. Die Bilder seht ihr demnächst und ja, mehr davon. Ach ja, dann muss ich noch schnell was nachschieben. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mich mit dem Spott so rumgequält habe und nicht mehr so oft Döner gegessen habe. Aber das kommt wieder. So Leute, ich muss nochmal ran. Kellen fand das Bild nämlich so cool. Da wird jetzt auch noch ein YouTube-Film draus gemacht, ein Tutorial. Da hinten geht's los. Ich bin der Sportler und das Modell. Rotz da runterlaufen und so weiter. Deswegen machen wir den jetzt ein bisschen nass. Und Christoph, seine Kamera läuft auch schon. Und wir haben ja hier genügend Wasser. Wir haben ja hier auch so ein bisschen Schlamm. Alter! So, machen wir ein bisschen nass. Der muss ja richtig schwitzen, gell? Der muss ja richtig schwitzen hier. So. Dann die Arme, nicht im Gesicht alles. So, die Arme. Nur man schwitzt so, die Arme genau. Also, ja, hey, was ist denn? Dafür ist doch ein Assistent da. Ja, machen wir es auch richtig, ja. Guck mal, jawohl. Oh, jetzt hat er Blut geleckt, ey. Ja, jetzt muss ich eh duschen. Schnell, wir müssen uns beeilen. Das Ding ist. One second, please. Okay, Achtung. Da ist er, letzter Schuss. Mit Ganzkörper noch. Ich mach 100 mm. Das Makro müsste doch fehlen, oder? Ja. Ja, so duscht man sich bei der Firma Hollywood. Ja, schau mal, schön alles. Hopp, auf geht's. So Leute, ich fühle mich gerade wie Peter Lee, laufe im weißen Bademantel durchs Hotel und esse einen Apfel. Wenn ihr jetzt denkt, ey, was ist das denn für eine Brühe, wer geht denn da freiwillig rein? Dann habt ihr die Rechnung ohne mich gemacht. Ey, und es ist so geil warm, überragend, Badewanne, beste. Trinken würde ich jetzt vielleicht nicht, aber für baden ist okay. So, ich bin wieder sauber. Und jetzt geht's erstmal zum Essen mit der ganzen Meute hier. Uns wurde jetzt gerade das Nationalgericht serviert. Das ist so ein, ja, bei einem Topf gekocht, wird in der Erde gekocht für 7 oder 8 Stunden oder was. Und das ist halt so selbstgemachte Wurst und Kohl und Gemüse, alles so in einem Eintopf und dann wird es rausgenommen und sowas. Ich find's geil, schaut lecker aus. Von der einen Seite hinten hören wir schon so, ich will was ohne Blut, schon ohne Fleisch. Lass die Finger drauf, genau. Ey, okay, nochmal. Hast du was gemacht? Hör mal auf. Hör mal. Warte, okay, nochmal. Achtung. Konzentrier dich. Augen zu. Ihr habt nichts gemacht. Ja, geh mal. Okay, setz dich zur Wand. Du bist verarscht. Nee. Pass auf. Warte, konzentrier dich. Das ist aber ein guter Trick. Augen zu.
Ja, guten Morgen. Es ist kurz vor 7.30 Uhr und also, das habe ich auch nie gedacht, dass mir das mal passieren wird. Frühstücksraum ist sogar noch geschlossen. Alter! Kurz vor 7.30 Uhr. Es ist zu früh, da bin ich normal. Also, normalerweise muss ich schauen, dass der Frühstücksraum nicht schon wieder zu ist. Und ich habe schon Sport gemacht heute. Wir haben den ersten geilen Spot hier gefunden, schaut mal rum. Das ist Drohnenzeit. Heute Tag 2 vom Bootcamp. Wir sind mit Jeeps unterwegs und fahren hier mal die Küste entlang. Wir haben es Team Car, Car Number One, mit Chef und der Reiseführerin. Hinten dran kommen auch noch welche. Hoffentlich. Wenn man es hört. Leute, so geil. Der Patrick klopft dir gerade seinen Schuh aus und beschwert sich, sagt, ey, Mist, ey, ich bin oben hier in Scheiße getreten. Und Calvin steht hier hinten und geht so einen Schritt vor und sagt, hä, was? Und im Vortreten. Nee, die schicken Scheiße rein. Alter, gibt's nicht. Aber es ist halt auch kein normaler Haufen. Es ist halt eine halbe Meter Wurst. Alter. Das Schlimme ist, der fährt bei uns im Auto mit, das stinkt jetzt höllisch. Kompanie Marsch. Das sagt einer, der noch nie beim Militär war, alter Sprecher. Alter, da muss man nicht sein, ey. Und? Schaut mal! Hey Leute, wir sind gerade so froh, dass das Auto nicht weitergekommen ist. Wir sind hier auf dem geilsten Weg unterwegs. Und rechts geht einfach mal, keine Ahnung, viel Meter, bestimmt so. 100 werden es nicht sein, aber vielleicht so 50 Meter geht es da schon runter in die Schlucht. Überragend. Richtig geil. Sehr, sehr geil. Sind wir zum ersten Wasserfall hier angekommen. Und es rentiert sich auf jeden Fall. Warte mal, ich komm gleich. Hier überall stehen Leute mit Foto, Stativ und sowas. Kevin hat auch gerade hier Liquid in der Hand, hier wird fotografiert. Geht's ab jetzt. 3, 1, bleiben. 3, 2, 1, bleiben. So, normal, absolutes No-Go, aber jetzt gerade gibt's hier Rudelschießen. Weil da gerade Mädel im Pool steht. 1. Nee, du musst frontal. Wegen dem BH. So, heiße Quellen wieder. Und da hocken sie alle, wie die Hummer im Kochtopf. Nicht gemacht. Sorgen wir mich. Regen ist doch nur Wasser, was von oben kommt. Ja, finde ich mal. Ist der, wie er rumgerannt ist, so? So ist er rumgerannt durch die Gegend. Ja, das Wasser in die Augen geht, ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Na? Da, René muss sich aus die Augen wischen. Alles hier, wie jeden braucht jemand für die Kamera Gesicht. Ja. Dankeschön. So, wir sind jetzt wieder raus aus den Bergen. Das war uns dann doch ein bisschen zu regnerisch. Jetzt sind wir wieder hier unten, Hafen, Strand, so ein bisschen Wasser. Und die Sonne scheint. Das ist uns und vor allem mir viel lieber. Und jetzt machen wir noch ein paar geile Bilder, bevor es dann wieder zurück ins Hotel geht. Ja, absolut krass, was hier jeden Tag los ist. Jetzt waren wir den ganzen Tag unterwegs, haben zwischendurch 4 verschiedene Wetter durchgemacht irgendwie. Und jetzt stehen wir da und drehen noch Videotraining, ne?
Yeah! Läuft bei uns. Läuft, genau. Die Kamera läuft gleich. Scharf, der Betrachter kommt zum Modell. Und mit Licht. Vom Dunklen zum Hellen. Das bedeutet, wir könnten den Hintergrund oder generell sehr dunkel fotografieren und damit einen Blitz von vorne auffällt. Näher daran. Bleib mal da, wirklich. Ein Blitz. Ja. Schöner Baum, ne? Ja, wunderschön. Ich finde die Strukturen so krass. 3, 2, 1. Nice. Awesome. Also es ist echt mega krass, was wir hier für Pensum durchschieben. Wir sind heute früh um 6 Uhr aufgestanden, haben Sport gemacht, haben frühstückt, sind mit den Jeeps losgefahren an verschiedenen Aussichtsplattformen, haben Bilder gemacht, haben was gegessen, dann waren wir in dem Park, dann waren wir an Wasserfällen, haben Shooting gemacht, dann haben wir noch ein Shooting gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir um 16 Uhr erst wieder da, haben dann Videotrainings aufgenommen, jetzt nehmen wir noch Bilder auf, später nochmal ein Videotraining und es ist erst 18 Uhr. Scarlett, schau mal bitte, lauf mal wieder darüber. Nee, das wird nicht mit dem Weg passen. Du musst halt, der linke Arm muss vorne sein. Der? Ja. Ja, wer viel arbeitet, ne, der muss auch viel essen. Deswegen gönnen wir uns mal heute richtig. Schaut mal her, was da alles Gutes gibt. Guten Morgen zusammen. Ja, wir sind die letzten Tage immer so um 6 herum aufgestanden und sind joggen gegangen. Ja, heute, ich zeig's euch mal schnell einfach. Schaut mal, ich hoffe, man sieht's. 4.18 Uhr. Wir gehen jetzt Sonnenaufgang fotografieren. Alter, das ist so verrückt. Ich hoffe einfach, der Sonnenaufgang wird der geilste Sonnenaufgang, den ich jemals in meinem ganzen Leben irgendwo fotografiert habe. Kurz vor 6 Uhr, wir warten jetzt hier auf den Sonnenaufgang. Der findet da hinten irgendwo statt. Und die haben sich die Schützen schon mal in Stellung gebracht. Da oben. Ja, ja, nee, stimmt schon, es ist gut hier. Oder mit dem Rot und so, ich weiß nicht. Irgendwas. Mal. Hast du, welche Blende hast du? 4. So, es geht leider bergab. Nein, für uns geht es bergauf, aber heute bergab, weil wir gehen jetzt zum Leuchtturm, da müssen wir ganz runter. Da hinten kommt der Rest von der Truppe. Patrick hier ist fit, ne? Ja, klar. Und da geht's noch runter. Wir haben schon noch ein Stückchen, aber wir schaffen das natürlich, wir sind ja sportlich. Helle Wand haben. Und diese Wand reflektiert jetzt natürlich das Licht nach vorne. Wenn ihr so eine weiße Wand nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch einen Reflektor nehmen, ja, irgendwie, oder einen Gegenstand, einen weißen, großen, der das Licht zurückreflektiert. Und vorne extrem aufhellen würde. Da braucht man dann entweder einen Reflektor und der knallt dann richtig von vorne. Aber den Bildstil will ich jetzt gar nicht machen, sondern ich will euch zeigen, wie ihr einen wirklich cremigen High-Key-Bildstil draußen bei knallender Sonne erstellen könnt. Warte nochmal. 3, 2, 1. Naja, wenn du es halt gerade stellst, ich kann sogar noch ein bisschen mehr drehen. Ja. Deo testet. Ja. Welches Deo? Das ist doch schon geflogen. So, halbe Stunde Aufstieg bei ca. fast 90% Steigung. Jetzt dann ordentlich stinken im Bus. Jungs, was los? Alles easy. Alles easy. Alles, easy. Alles kaputt. Alles kaputt, genau. Alles kaputt. Kurz vorm Exodus. Alter, wie geil. Wir haben hier gerade eine Lieferung bekommen, schaut mal. Schaut nach Spaß aus, ne? Wir sind bereit, jetzt kann es losgehen. Da steht nur noch der René im Weg. Ey! Whoa!
Gas! Gas! Erzähl doch mal einen Unterschied, beziehungsweise das nachher. Schau mal, wie der Chef ausschaut. Ja. So muss man doch aussehen, wenn man Quad gefahren ist. Oh, René schaut auch gut aus. Ja, sieht auch gut aus. Ich, ja, mach die ganze Zeit Donuts und krieg nichts ab. Weiter, ja. Ja, es sind halt die Leute, die selber waschen, die passen halt ein bisschen besser auf. So. Jetzt wurde mal gewechselt. Und der Chef ist hinten dran. Zurück vom Quadfahren und es war mega geil, es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind da rumgerast wie die verrückten Kelvin, ist durch den Dreck und er hat gespritzt und wir haben ausgeschaut. Ja, ich habe allerdings Schande auf mein Haupt am Schluss noch gemeint, ich muss es ordentlich übertreiben und bin mit dem Ferdi noch ein bisschen rumgedriftet, ein paar Donuts gedreht. Ja, es ging ein, zweimal gut und beim dritten Mal bin ich dann aber leider umgekippt. Ja. Das war nämlich das bisschen stärkere Quad, stärker als vorher und dann hat es mich da umgeschmissen. Es ist eigentlich nichts passiert, mir ging es gut, konnte auch gleich danach wieder aufstehen, allerdings ist mir jetzt daheim was aufgefallen. Schaut mal. Spider-Man-App. Alter, was eine Piep. Ja, blöd gelaufen, ne? Das kommt davon, wenn man die Stränge schlagen muss, dann muss ich so ein neues Ding da kaufen. Gerade waren wir noch Quad fahren, jetzt sind wir hier schon wieder am Arbeiten. Und zwar ist es mein erster richtiger Modeljob. Und zwar für die Taschen von Drakensberg. Richtig coole Teile. Und da müssen die Skalle und ich jetzt hier im Modell stehen. Und der Kelvin fotografiert uns von da hinten. Macht Spaß. Das Gute ist, wir haben genau vor unserem Zimmer gleich einen Heli-Landeplatz. Da geht's los hier. Die erste fliegt schon. So, könnt ihr die Drohne sehen? Wir auch nicht. Die ist nämlich 500 Meter über uns. Und filmt ihr mal schön den Grat, in dem wir uns befinden. Wie geil ist das denn? Alter, da kannst du über die Insel hinten rausschauen sogar. Oh. Da drüben kommt hier Copter Hollywood. Kurz vor 20 Uhr und ich glaube halt echt, das sind so mit die produktivsten Tage, die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Ey, was wir hier jeden Tag abziehen, ist der absolute Wahnsinn. Wir waren heute früh ich bin um 4 aufgestanden, wir sind um 5 losgefahren, waren um 6 beim Sonnenaufgang, im Sonnenaufgang fotografiert, danach haben wir Model fotografiert, danach sind wir in so ein kleines Dorf gefahren, haben da fotografiert, sind zu einem Leuchtturm runter, haben da Leuchtturm, Landschaft und Model fotografiert, sind dann zurück, sind über 2 Stunden Quad gefahren, sind von da wieder zurück, haben einen Job abgearbeitet, ja, wo ich auch sogar Model war, haben dann noch ein Videodrehen dazu aufgenommen, sind wieder zurückgekommen, dann war ich mit der Scarlett eine halbe Stunde joggen, dann bin ich hochgekommen, dann haben wir mit dem Chef Drohne fliegen lassen, dann geduscht und jetzt noch raus, die letzten Sonnenstrahlen nutzen, Fotos machen. Alter, und es ist erst 8. Später hocke ich mir noch am Computer. Ach ja, zwischendurch noch am Computer hier Facebook-Posts gemacht und so weiter. Krass. Jetzt weiß ich mal, wie sich der Chef jeden Tag fühlt. Ja, weil bei dem ist ja immer so. Bei dem wäre es jetzt allerdings erst 14 Uhr. Nee, Schmarrn, so krass ist auch nicht. Der war ja heute auch dabei. Aber ist schon heftig. Ey, da fühlt man sich richtig gut, wenn man so viel macht. Und ja, schaut mal, ist aber auch mega geil. Hier habe ich mich gerade noch ein bisschen verkünstelt. Und ja, ich laufe jetzt noch ein bisschen durch den Park. Morgen geht es nämlich schon wieder ins nächste Hotel. Wir ziehen um. Und deswegen schaue ich mir jetzt da den Park nochmal ein wenig genauer an und mache noch ein paar Fotos. Heute regnet es endlich mal, in der Sonne scheint. Beziehungsweise jetzt nicht mehr lang, aber ich nutze die letzten Strahlen noch. Guten Morgen zusammen. Wir sind bereit. Ich bin bepackt. Es geht in ein anderes Hotel. Wir fahren jetzt auf die andere Seite der Insel, weil man da halt auch noch coole Sachen anschauen kann. Und außerdem ist es näher am Flughafen. Das heißt, die letzten 2 Tage noch im anderen Hotel verbringen. Ich habe hier alles soweit fertig und muss das Ganze jetzt halt nur noch irgendwie ein Stockwerk runterbringen.
So, der Chef und ich sind heute früh beim Workout komplett ausgerastet. Gewichte haben nicht gelangt, haben wir das Haus umgeschmissen da. Warte mal. Warte mal. Nee, film ruhig weiter. Jetzt hab ich eine Sequenz. Mit meiner Kamera. Rotzt hier schon die Bilder auf Facebook hoch und so weiter. Wahnsinn hier. Genau. Unglaublich. Ja, du machst ein Stativ dabei hier. Wie professionell, was ist das eigentlich, dass der Ausschnitt ist? Das geht ab. Das ist ein Schiff. Ja, für Landschaft ist geil, ne? Für ein Schiff kannst du immer schön zur Seite ziehen. So. Genau, guck mal das Ausschnitt anziehen. Das schauen wir sind schon wieder am Arbeiten. Weiter geht's, keine Pause. Was hab ich? Making was gemacht? 3, 1, so. Weißt du, das sieht dann aus, eben hat das Kind halt ziemlich hoch gehabt, ja. Wie du in der Luft stehst. Also? Spring also. Ja. Wenn ihr genügend Licht habt, dann könnt ihr auch Bilder machen, wo ihr die Person quasi einfriert. Ob das jetzt Fahrradfahrer sind, Jogger oder einfach lustige Luftsprünge, das ist euch überlassen. Was es dabei zu beachten gibt, will ich jetzt in diesem Film erklären. 2, 1, let's go. Okay. Ja, gegessen wird zwischendurch natürlich auch ab und zu mal was. Darüber. Muss. Sind wir ja gerade auf dem Weg. Wir suchen mal, was Gutes gibt. Oh, falsch. Bin nur am Scheiß machen hier, ey. Wir haben zum Glück alle was Gutes gefunden. Ich habe hier so ein geiles Sandwich mit Steak. Oh, Mücke, weg. Das ist meins. So ein Steak-Sandwich. René hat lecker Hähnchen. Und dreimal darf der raten, was es beim Chef gibt. Einmal Chinese. Und wie happy, dass er geschaut hat. So. Jetzt waren wir gerade noch einkaufen hier im Supermarkt und ja, ein bisschen günstiger wieder heim ist es schon, aber hier drei Karotten für 21 Cent. Aber auch Häuser sind hier extrem günstig. So ab 75 Euro hat man schon geblickt, durch mir da eins zugelegt. Schau, hier sogar mit Rutsche. 175. Muss halt wegen Abnehmen noch, aber wäre schon cool, so mit Rutsche. So, wir sind schon wieder in einem neuen Hotel. Ich zeige euch mal schnell mein Zimmer. Das ist noch ein bisschen karg eingerichtet, aber es ist groß dafür. Ne? Ich habe hier schöne Terrasse und alles. Das passt. Das Bett suche ich gerade noch. Ich hoffe, ich muss am Boden schlafen. Sanitären Einrichtungen. Ja, es ist schon mal was für eine Badewanne zumindest vorhanden. Aber ich habe dafür hier auch noch ein zweites Zimmer. Ne? Also da hat sich die Firma richtig in Unkosten gestürzt mit nochmal Balkon. Ja, nur Bett wird ein bisschen eng. Also ich glaube, da muss ich mit dem Chef nochmal reden. Schlafen muss ich ja irgendwo. War natürlich alles wieder nur Spaß. Wir sind hier in einer Wahnsinns-Location. Das ist uns so ein stillgelegtes Hotel. Und hier wird jetzt fotografiert. Workshop. Oh. Oh. Die Crew. Die Gang. So, krasse Location hier mit Gegenlicht von hinten, beziehungsweise Streiflicht, Blitz von vorne und krasse Gruppe 3. Ja. Ja, wir sind mit unserem Pensum noch lange nicht am Ende. Jetzt sind wir hier gerade vom Model-Shooting und See-Shooting von diesem krassen Hotel weitergefahren und sind jetzt an einem überkrassen Spot für den Sonnenuntergang. Ferdi bahnt sich gerade den Weg. Das halten wir nochmal filmisch fest, ja. Wie es ihn da auf die Fresse legt. Alter, mach keinen Scheiß, ey. Wir brauchen dich noch. Weil du rausnimmst, hier reißt du dir alles auf. Mit den scharfen Felsen hier reißt du dir alles auf. Ja, no risk, no fun. Komm, geh auch mit. Boah, ist alles locker. Sollen wir dir vielleicht ein Stativ abnehmen? Ja. Wobei das mit zwei schon auch cool ausschaut, aber. Ich teste erst eine Stativ. Safety first. Fahrst du raus und benutzt knapp schützen. Wow. Der bewegt
War das der Weg, den die anderen auch gegangen sind, oder okay. Sind wir jetzt die einzigen Störenden? Die meinen, sie müssen hier einen auf vier Grills machen. Da ist ein Gecko. Ja, ich leg die Kamera jetzt mal weg. Ich möchte nämlich überleben. Da springt er. So, der Sonnenaufgang ist so gut wie vorbei. Ach, bei mir ist auch. Wir schießen hier noch. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Quicktipp für alle, die sich keinen Graufilter leisten können. Einfach länger belichten und dann oben vorm Himmel die Hand davor halten. So funktioniert es bei der Firma Hollywood. Da muss man praktisch denken. Schrauben da, wir haben eine Hand. Geile Scheiße. Ja. HDR aus der Kamera. Guck dir das mal an hier da. Wow! Klappt bei uns allen. Das war's für heute. Wir machen uns auf dem halben Weg. Es war so geil. Sorry, aber es war geil. Da kann ich nichts anderes sagen. Es war überragend. Die Sonne ist genau da runtergekommen, wo wir sie haben wollten. Das war ein Fels noch mit im Bild. Es hat sogar noch mit der Langzeitbelichtung hingehauen, dass ich die andere vorgehalten habe. Ey, so geile Aufnahmen. Ich glaube, das ist eins der besten Bilder, die ich jemals gemacht habe, ohne jetzt zu übertreiben. Das kam schon so geil aus der Kamera raus. Ich keine Ahnung, was ich da noch bearbeiten soll. Ja, okay, ich weiß schon, was ich noch bearbeiten soll, aber ich bin hin und weg. War ein richtig cooler Tag wieder, hat voll Spaß gemacht, alles mit dabei. Selbst fotografiert worden, selber noch fotografieren. Was haben wir noch gemacht? In der Stadt waren wir noch unterwegs. Ja, war wieder vollgepackt ohne Ende, jetzt ist kurz vor 10. Ey, Bootcamp, beste Leben. Wer da noch nie dabei war, deswegen heißt es Bootcamp, weil da so viel krass straffer Zeitplan, was wir da alles machen, überragend. Aber ihr müsst da unbedingt mal her, ist so geil. Macht mega Spaß, besser geht's nicht mehr. Fühlt sich so gut am Abend, weil man so viel erledigt hat und weil so viel... Ja, ich bin hin und weg. Ich lasse mich jetzt eine Stunde lang heimfahren und dann geht's pennen und morgen ist dann Retusche angesagt. Gute Nacht. So, guten Morgen zusammen. Wir haben es schon wieder geschafft, früher da zu sein, als dass der Frühstücksraum überhaupt offen hat. Und was ich heute noch geschafft habe, eher da zu sein wie der Chef. Ja, da muss ich bei der Gelegenheit vielleicht auch noch gleich mit einwerfen, dass ich im Serbien-Video ein bisschen geschwindelt habe. Da war ich einmal natürlich nicht vor dem Chef beim Frühstück. Na, der war schon viel früher als ich da. Ist auch schwierig, vor dem Chef mal da zu sein, weil wenn es heißt 7 Uhr, ist der halt um 6:45 auf der Matte. Deswegen bin ich heute umso stolzer, dass ich mal vor ihm da war. Frühstück war gut, jetzt wird hier der Raum vorbereitet. Weil da ist jetzt dann Photoshop-Workshop. Bam! Ja, bei den Hollywood-Workshops, da wird halt echt an alles gedacht. Bei der Buchung vom Raum wurde schon Bescheid zu finden, wir brauchen Verlängerungskabel. Da waren die jetzt extra mal noch einkaufen und haben hier zig Packungen Verlängerungskabel gekauft für uns. Da kommen jetzt gleich noch viel mehr. Geil! Auf der Detailebene, da könnt ihr hier oben beim Werkzeug wählen, was aufgenommen wird. Das ist eine Einstellung. Ja, lass dich nicht rausbringen hier. Das ist eine Einstellung hier oben, ja? Bei den Werkzeugen. Und da müsst ihr natürlich schauen, dass ihr nicht alle... So Leute, ich bin wieder bepackt hier. Jetzt wird's ernst. Jetzt kommt das Tarzan-Shooting. Ich habe lang versucht, mich davor zu drücken. Jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist der letzte Tag. Aber jetzt ziehen wir es durch. Ich habe dazu gesagt, jetzt machen wir es auch. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwie doch noch halbwegs okay wird. Ich sehe schon das Schlimmste hier, so ich in Fell und der Hose. Und Alter, hoffentlich wird es was. Schau mal, das ist die... Hier spielt die Musik. Das halt mal in die Kamera, ja. Das ist zu krass, da ist ja gar nichts dran. Ich weiß nicht mal, wo oben und unten ist bei dem Ding, ey. Wie ist es hin? Guck mal. Nee, ich hab noch nicht fertig, aber sowas. Und Tarzan? Ja, darauf aus. Hör mir auf, Alter. So, wir sind jetzt beim Fotografieren hier mit Scarlett, mit einem Kleid und haben hier echt eine gute Kulisse. Da oben steht der René und leuchtet aus. Und da machen wir jetzt einfach ein paar... Ah! Ah! Christoph? Gehaltserhöhung! Ich fotografiere die Scarlett. Was machst du da? Hör mal auf da jetzt. Hör mal. Ah.
Hey Leute, jetzt musste ich mal übernehmen, weil Christoph ist gerade belegt. Alter. Wieder einmal ist Christoph belegt. Probier mal nochmal. So hoch wie es geht, Ferdi, ne? Okay. Ich muss ja da hochkrabbeln nochmal. Okay, Achtung. Moment, ich bin jetzt soweit. Und schon wieder ist Christoph offline. Wow. Was ist denn das? Kaputte Legria, wem gehört die? Ja, erinnere mich noch dran. So spitz aber nicht so nach innen. Ja, genau. Ja. Na? 3, 2, 1. So, der Job ist getan. Die Tatortbilder sind im Kasten. Ich bin wieder zurück am Hotelzimmer. Hier schaut es leicht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Aber völlig egal. Die Bilder sind mega geil geworden. Es hat mega Spaß gemacht. Auch wenn ich am Anfang recht skeptisch war. Aber so im Nachhinein. Moment, einmal Licht von vorne bitte. Im Nachhinein hat es echt mega Spaß gemacht. Falls wir irgendwelche Buchungen eingehen sollten, alles an meinen Manager an kelvin@kelvinhollywood.de. Guten Morgen, die Koffer sind gepackt. Es ist alles wieder halbwegs sauber hier. Und jetzt gibt es noch Frühstück hier. Hotel hat gestern Abend noch an alle Teilnehmer so ein Frühstücksbuffet gemacht und vorbeigebracht. Mega geil, weil jetzt das Frühstück noch nicht offen hat von unten. Das haue ich mir jetzt noch rein und dann geht's los. 6 Uhr geht der Bus, beziehungsweise 6.15 Uhr glaube ich, 5 Uhr aufgestanden. Ja, krasser Scheiß, aber im Flugzeug wird richtig, richtig, richtig viel gepennt. Beste Reiseleiterin auf den Azoren, ne? Ja. Einmal schnell was sagen, im Fernsehen. Einmal Grüße ins Fernsehen, nach Deutschland. Grüße nach Deutschland. Grüße an alle Deutsche und eine so richtige. Kommt einfach auf die Azoren! Kommt genau. Einfach auf die Azoren! Mit Liebe aus die Azoren, ja. Tschüss! Das ist kompliziert! Nochmal voll unter Druck gesetzt. Einfach die Kamera ins Gesicht vor 1 Meter Entfernung. So, auf jeden Fall, wir losfahren. Die Koffer sind. Jetzt geht's in den Flieger und das sind die allergeilsten Flughäfen, wenn du direkt hier übers Feld zur Maschine laufen kannst. Richtig geil, so macht es Spaß. Wir werden jetzt hoffentlich einen guten Flug haben, ich werde hoffentlich schlafen und dann sehen wir uns in Lissabon wahrscheinlich wieder. Irgendwie Bild löschen, weil er dann jetzt drauf schauen darf. Tja, Ferdi, du brauchst etwas Unauffälliges. Du brauchst etwas Unauffälliges, so wie eine Legria in der Hand. Das checkt halt keiner. Die allerletzte Sequenz, wir sind in Frankfurt gelandet. Das war das Bootcamp auf den Azoren. Geil war's, was sagt der Chef? Geil war's, aber ich muss jetzt erstmal pissen. Nein, warte, wie heißt es? Brunze. Guter Abschluss. Noch einer Brunze. Nee. Also, wir gehen heim. Forever. Ciao, ciao.